vom Frauengesundheitszentrum. Und ja, letzte Stunde und mit Jutta. Voll cool. Ich übergebe einfach dir das Wort und danke, dass du da bist und dass du heute diese Stunde mit uns verbringst. Die letzte Stunde mit Jutta gefällt mir. Nein, ich freue mich sehr, dass ich Teil von dieser Julung sein darf. Und zwar eben mit meinem Schwerpunktthema hier im Frauengesundheitszentrum. Das ist eben Körpernormen, Schönheitsideale und Selbstbewusstsein bei Mädchen und jungen Frauen. Ich bin im Frauengesundheitszentrum in Graz eben tätig und bin dort für die Arbeit mit Mädchen zuständig, aber auch ja, für Mädchen, sage ich einmal so. In meiner Praxis mache ich sehr viele Workshops mit Mädchen, vorwiegend in Schulen, aber auch in Jugendzentren, genauso in Wohngemeinschaften oder wo sich einfach Mädchengruppen bilden und ich gerufen werde. Und dann arbeite ich eben mit den Mädchen genau zu diesen Themen. Genau, also so ein zweiter Themenbereich ist halt dann die Arbeit mit Multiplikatorinnen und deswegen freut es mich, wenn ich eben auch bei der Julung dabei sein darf. Und gleich auch die Einladung, wann immer ihr Themen habt, wo ihr sagt, boah, das beschäftigt mich jetzt gerade mit den Mädchen oder da ist irgendwas aufgepoppt, so ein großes Thema, wo man gerade nicht weiter weiß, an wen kann ich mich wenden, dann bin ich jederzeit gerne per E-Mail oder auch per Telefon gut erreichbar und kann sicher gut weiterverweisen. Also ich bin schon sehr lange in dem Bereich, das Frauengesundheitszentrum ist, das gibt es auch schon sehr lange, also über 20 Jahre und wir sind gut vernetzt und können einfach gut weiterverweisen. Und da hilf ich auch gerne, also mitdenken, wenn irgendwann mal ein Thema auftaucht. Zum Frauengesundheitszentrum will ich jetzt gar nicht mehr so viel, also vielleicht ganz kurz ein paar Angebote, aber wirklich nur ganz kurz. Ich teile jetzt meinen Bildschirm. Dagmar, gibst du mir ein Okay? Siehst du was? Ja, danke. Also das Frauengesundheitszentrum, ich sage jetzt nicht alles, wir sind halt zuständig für die Gesundheit von Frauen und Mädchen, so wie es in unserem Namen drinnen steckt. Und ich weise jetzt auf vier Dinge noch hin, wo ich mir denke, das könnte jetzt dafür Jugendarbeiterinnen speziell sehr interessant sein. Also ihr könnt gerne mit Mädchen in den Öffnungszeiten vorbeikommen, wenn es zum Beispiel Fragen gibt zum Thema Verhütung. Wir haben eine Beraterin hier, die das kostenlos anbietet, wo man mit Mädchen einfach sich unterhalten kann. Andererseits, was gibt es alles für Möglichkeiten zu verhüten? Aber auch andererseits, wenn ihr jetzt ein Mädchen schon verhütet und einfach merkt, okay, die Verhütungsmethode ist jetzt vielleicht gerade nicht die richtige für mich. Ich merke da jetzt da Nebenwirkungen oder so, kann man sie bei unserer Beraterin da Informationen holen. Man kann auch in den Öffnungszeiten immer einfach vorbeikommen und kostenlos einen Schwangerschaftstest machen lassen. Also den würden wir hier vor Ort durchführen mit dem Mädchen. Kostet nichts, aber man hat halt schnell Klärung. Das heißt, wenn ein Mädchen wirklich unsicher ist, dass da etwas sein kann, also dass sie einfach schwanger sein könnte, dann kann man hier einen Test machen und relativ schnell klären, ob das Schwangerschaftshormon eben nachweisbar ist per Test oder nicht. Und dann, je nachdem, wie glücklich das Mädchen über dieses Testergebnis ist, auch eine Beratung anschließen mit Terminvereinbarung. Auch eine Beratung zu Menstruationsbeschwerden ist bei uns möglich. Also alle, die jetzt irgendwie im Workshop-Bereich oder im Jugendzentrum, glaube ich, tätig sind, wissen, dass sehr viele Mädchen von Regelbeschwerden haben. Und wir hätten einfach also eine Liste oder viele Tipps, was man auch versuchen kann, wenn man zum Beispiel noch keine Schmerztablette also so nehmen möchte. Also viele Mädchen in den Workshops berichten, dass sie ohne gar nicht könnten, ohne Schmerztablette, das verstehe ich auch. Aber manche sagen halt, ich fühle mich nicht ganz wohl und ich habe manchmal halt einfach ein Unwohlsein oder so. Und dann könnten sie gerne herkommen oder auch E-Mail schreiben oder anrufen und wir könnten also einfach über das Thema ein bisschen reden und ein paar Tipps geben. Was wir auch haben für Mädchen unter 18, kostenlos ist Psychotherapie. Ich denke speziell für Mädchen in Graz vielleicht interessant und das einfach so weiterzugeben.
Viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht gerade sagen zum Frauengesundheitszentrum, vielleicht nur zu mir. Also ich bin selbst Sozialpädagogin, komme aus der offenen Jugendarbeit. Ihr habt gesehen, die Maren ist da von der, vom Jugendtreffpunkt Dietrichskirchen. Das ist ja meine also ich bin ihre Vorgängerin, glaube ich. Also tut es an meine Wurzeln. Ich war 4 Jahre lang in der Dietrichskirchen, das heißt, die offene Jugendarbeit und so die Herausforderungen und die Möglichkeiten in der Jugendarbeit sind mir sehr wohl bekannt und gut vertraut. Und bin jetzt eben seit vielen Jahren, also über 10 Jahre schon im Frauengesundheitszentrum, habe berufsbegleitend noch so eine Ausbildung, also Public Health, sehr empfehlenswert, startet wieder im Herbst. Also das ist eine Ausbildung zu Gesundheitswissenschaften und für mich ist das halt jetzt die perfekte Ergänzung zwischen Mädchenarbeit und Gesundheitsförderung. Wenn wir jetzt also gleich einsteigen ins Thema und weil ich halt von einer Gesundheitsförderungseinrichtung komme, ganz kurz zum Begriff der Gesundheit. Und viele denken sich jetzt vielleicht, naja, ich bin ja vom Thema Schönheitsideale hier, aber ihr werdet gleich merken, warum ich dieses Modell zeige. Es ist das Regenbogenmodell oder Determinantenmodell von Dahlgren und Whitehead. Das ist ein ganz bekanntes Modell in der Gesundheitsförderung. Und es ist deswegen so gut, auch aus unserer Sicht, weil es halt sehr schnell zeigt, wovon unsere Gesundheit bestimmt wird. Wenn ich mit Mädchen im Workshop bin, frage ich immer wieder auch einmal, ja, glaubst du, ihr lebt sehr gesund? Und die Mädchen sagen dann oft, entweder sie sagen nein oder sie sagen halt ja, das ist manchmal so halbe halbe. Und wenn man dann näher nachfragt, ja, warum glaubst du denn das? Sagen viele Mädchen, naja, ich nasche so gerne oder ich gehe so gerne mal irgendwie zur Fastfood oder keine Ahnung, ich mag Sport nicht so gerne. Und die anderen sagen halt das Gegenteil und sagen halt, meine Mama kocht immer frisch und deswegen glaube ich eigentlich, dass ich ganz gesund lebe. Und ihr könnt es ja im Jugendzentrum auch mal ausprobieren. Also es ist relativ sehr stark, schnell die Beschränkung auf Essen, Bewegung und vielleicht noch Trinken, manche sagen noch Schlaf, dass sie daran eben Gesundheit festmachen. Und für uns ist einfach sehr, sehr wichtig, das ein bisschen aufzubröseln und einfach klar zu machen, ja, Essen ist wichtig, Ernährung ist wichtig, ganz klar, Bewegung ist wichtig. Also ich würde dem jetzt nicht widersprechen, aber es ist nicht das Einzige. Und wenn man das Determinantenmodell anschaut, sieht man sehr schnell, dass eben zum Beispiel schon im zweiten Bogen es um soziale und kommunale Netzwerke geht, die für unsere Gesundheit mindestens genauso wichtig sind wie Essen und Trinken. Also es ist nachgewiesen, dass Menschen, die jetzt wo gut eingebunden sind, zum Beispiel in einem Jugendzentrum, also wo sie wissen, da kann ich hingehen, wenn ich ein Problem habe oder da bekomme ich Rat, da bekomme ich Halt, dann ist es klar, dass also diese Menschen leben länger. Also das ist nachgewiesen, so wie halt Menschen, die sich gesund ernähren, auch wahrscheinlich länger leben, aber nicht unterschätzen, also welche Arbeit Jugendarbeit leistet. Also es ist einfach sehr, sehr, sehr gesundheitsförderlich. Soziale Faktoren spielen natürlich eine große Rolle. Bildung, jemand, der in einer sozial höheren Schicht auf die Welt kommt, lebt länger. Es hängt natürlich eins zu eins zusammen mit guter Bildung. Also viele, viele Determinanten sind für unsere Gesundheit zuständig. Und wir weisen eben also im Frauengesundheitszentrum einerseits auf diese Vielfalt der Determinanten, die beeinflussbar sind, hin. Es gibt aber auch Faktoren, die unsere Gesundheit beeinflussen, die jetzt nur schwer oder gar nicht beeinflussbar sind. Und zwar sind es die Faktoren, die da in der Mitte in diesem Kreis so dargestellt werden. Das ist einerseits das Alter. Also wir werden alle älter und sind mit zunehmendem Alter von mehr Gesundheitsthemen einfach betroffen. Das zweite ist die genetische Ausstattung. Die bekommen wir mit und hat Einfluss auf Gesundheit oder Krankheit. Und der dritte Faktor ist eben der Faktor Geschlecht. Jetzt unterteilt man Geschlecht aber auch noch einmal natürlich, so wie es viele von euch wissen, ich rufe es nur in Erinnerung, in 2 Faktoren. Also man sagt, einerseits spielt Sex eine große Rolle, also das biologische Geschlecht, also schon allein aufgrund dessen, wie Mann und Frau ausgestattet ist, sind damit ganz klar bestimmte
Themen der Gesundheit oder Krankheit verbunden. Ich nenne vielleicht für Mädchen das Beispiel, weil ich es vorher schon gehabt habe, Menstruationsbeschwerden. Das liegt einfach daran, dass eben Frauen und Mädchen die Regel haben und so ausgestattet sind und aufgrund dessen einfach also diese Beschwerden haben. Dann gibt es aber noch den zweiten Faktor, Gender. Und auch der beeinflusst unsere Gesundheit. Und das ist das, worum es einfach heute sehr stark geht. Also gerade beim Thema Schönheitsideale, Essprobleme, spielt Gender eine große Rolle. Gender, da geht es eben darum, ja, was wird von mir als Mann oder Frau in unserer Gesellschaft erwartet? Wie muss ich mich verhalten? Wie muss ich aussehen? Wie muss ich tun? Wie muss ich sein? Also es geht ganz stark um das, was man so durch soziale Zuschreibungen einfach lernt an Verhaltensweisen. Und diese Verhaltensweisen, ich denke, das passiert teilweise verbal, dass einfach Menschen eben sagen, das tut ein Mädchen nicht oder komm, ein Bursche ist so und so. Es passiert ganz oft auch so, dass Botschaften zum Beispiel über T-Shirts weitergegeben werden. Also ich zeige ganz gerne Bilder her von T-Shirts und das kenne ich aus der Kinderkrippe von meiner Tochter durchaus, dass also Burschen Leiberl anhaben, wo es draufsteht, be a hero oder sei stark oder ich bin der Boss. Und bei den Mädchen halt draufsteht, ich bin die Prinzessin. Oder in der Schule steht drauf, es gibt Leiberl, das glaubt man gar nicht, wo steht, in Mathe bin ich nur Deko für Mädchen. Also es sind ganz viele Botschaften, die da vermittelt werden. Und diese Botschaften machen halt durchaus etwas mit Mädchen, mit Burschen und im späteren Leben auch mit Männern und mit Frauen. Also das kann man nicht, also das hat auch einen Stellenwert, sage ich mal, und kann sich einfach auswirken, auch auf die Gesundheit. Das ist auch der Grund, warum es ein Frauengesundheitszentrum gibt. Andererseits natürlich wegen diesen biologischen Faktoren, aber auch wegen diesem Gender, das einfach eine große Rolle spielt. Ich möchte anhand von ein paar Zahlen und Daten zeigen, dass man relativ schnell schon im Jugendalter sehen kann, dass Geschlecht eine Rolle spielt und dass Mädchen und Burschen sich zum Beispiel im verschiedensten Gesundheits- und Krankheitsthemen sich auch unterscheiden. Und zwar habe ich jetzt ein paar Daten mitgebracht aus der HBSC-Studie. Die kann man sich ganz leicht und schnell runterladen von der Seite vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. Also braucht man nur eingeben, HBSC-Studie. Und da gibt es jetzt momentan gerade die aktuellste, die ja für mich immer sehr, sehr spannend ist. Also ich bin seit 2008 im Frauengesundheitszentrum, habe also mit der Studie von 2006 begonnen, weil das Gute an dieser Studie ist, sie wird alle 4 Jahre durchgeführt, seit 1982 schon. Nicht nur in Österreich, sondern in über 40 verschiedenen Ländern. Und in dieser Studie wird eben geschlechterbezogen ausgewertet, was auch sehr praktisch ist. Und ich kenne jetzt sozusagen die Ergebnisse von 2006, 2010, 2014 und 2018. Und man kann dadurch sehr, sehr gut beobachten. Und sehen, wohin entwickeln sich gewisse Gesundheitsthemen bei Mädchen und Burschen. Und was sind Unterschiede zwischen Mädchen und Burschen? Und da habe ich jetzt ein paar dieser Zahlen eben mitgebracht. Da wird beispielsweise abgefragt, der subjektive Gesundheitszustand, dem man eigentlich einen sehr guten, also sehr gut glauben kann. Also wenn man jetzt Menschen fragt, wie schätzen sie ihren Gesundheitszustand ein, stimmt das sehr häufig auch mit dem überein, wie es wirklich so ist. Und da wird eben gefragt, ja, wie bewertest du ihn? Ausgezeichnet, gut, eher gut oder schlecht? Und man sieht, also Schulstufe 5, das sind so 9-, 10-jährige Burschen und Mädchen. Und 11. Schulstufe ist so 16, 17 Jahre ungefähr. Also es ist immer so in Schulstufen jetzt ausgewertet. Und man sieht eben sehr schnell, dass eben Burschen und Mädchen in der 5. Schulstufe noch zu relativ gleichen Anteilen ihren Gesundheitszustand mit gut oder ausgezeichnet bewerten. Und dass der aber mit zunehmendem Alter bei den Mädchen deutlicher sinkt.
Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die mittlere Lebenszufriedenheit. Auch die sinkt, also ich will gar nicht ganz genau im Detail eingehen. Mir ist wichtig, dass ihr mitnehmt, okay, die Zahlen unterscheiden sich zu einem gewissen Teil und die sind jetzt bei Mädchen eben schlechter. Schaut man zum Beispiel Bewegung an, also Bewegung jetzt insgesamt, wissen wir, ist bei Mädchen und Burschen relativ, also diese Empfehlungen von der WHO sind wir weit entfernt bei Mädchen und Burschen. Also dass sie sich überhaupt 60 Minuten am Tag körperlich betätigen bei mittlerer bis hoher Intensität. Aber man kann auch feststellen, dass halt Mädchen sich mit zunehmendem Alter weniger bewegen anfangen, während Burschen sich zwar auch wenig bewegen, aber immerhin noch ein bisschen mehr. Interessanterweise im hohen Alter wendet sich dieses Bild dann auch wieder. Also man sieht, dass dann zum Beispiel Frauen sich mehr bewegen. Ich glaube, ab dem Alter von 50 fangen Frauen mehr an, sich zu bewegen, Männer ein bisschen weniger. So als Pendant, so das sitzende und liegende Freizeitverhalten wird auch abgefragt. Und wenn man fragt, ja, wie viel Zeit verbringst du mit deinem Handy, liegend, sitzend, wie auch immer, sieht man halt sehr schnell, dass Mädchen und Burschen sehr viel Zeit mit dem Handy verbringen, also mehr als 5 Stunden pro Tag, das ist dann gar nicht so wenig. Man sieht aber auch, dass sie mit zunehmendem Alter, also wenn jetzt 16-, 17-jährige Mädchen hernehmen, die verbringen zu 32% 5 Stunden am Tag nur mit Handy. Alkohol ist ein Thema, da sieht man jetzt genau das umgekehrte Bild, also es ist stärker ein Burschenthema. Rauchen habe ich jetzt nicht mehr hineingenommen, ist ein ziemlicher Ausgleich. Burschen sind ein bisschen vorne. Es war zum Beispiel vor 4 Jahren oder vor 8 Jahren ganz anders. Waren die Mädchen weit über den Burschen. Also da war großer Aufschrei. 15-jährige Mädchen rauchen zu 21% und haben die Burschen, glaube ich, um 5% überholt. Dann gibt es da so einige Beschwerden, die man erhoben hat, zum Beispiel schlechte Laune, Bauchweh, Schwindel, Kopfweh. Jede dieser Beschwerden sind die Mädchen häufiger betroffen. Das ist jetzt eine Zahl aus dem Jahr 2010, weil die nicht mehr erhoben wird in den aktuellsten Studien. Medikamentenkonsum in den letzten Monat sieht man Mädchen zum Beispiel bei Magen- und Bauchschmerzen zu einem viel höheren Grad. Und dann gibt es eben eine Zahl und deswegen treffen wir uns ja heute, wird auch abgefragt, naja, wie fühlst du dich, wie ist deine Körperwahrnehmung? Und da werden sie eben gefragt, fühlst du dich zu dick, zu dünn oder gerade richtig? Und ich schicke vorweg, also diese Zahlen sind besser geworden. Das war 2014 etwas, da waren etwas mehr Mädchen, die sich zu dick eingeschätzt haben. Also ich glaube fast 50%, ich glaube 49 oder so. Das ist ein bisschen besser geworden. Aber es sind immer noch sehr, sehr viele Mädchen, die sich als zu dick einschätzen. Es wird nämlich dann so ein bisschen die Gegenprobe gemacht, indem man den BMI hernimmt. Ich meine, ich bin keine Freundin vom Body Mass Index, weil der ja nicht 1:1 hergenommen werden kann eigentlich. Aber das ist jetzt halt das, was man zum Vergleich hernehmen kann, weil sie einfach Körpergröße, Gewicht und so weiter erheben. Und wenn man den jetzt sozusagen, wenn man da ausrechnet, ja, wo befindest du dich jetzt auf dieser Perzentile, dann sieht man sehr schnell, dass eigentlich für weniger Mädchen eigentlich jetzt wirklich hochgewichtig sind oder adipös, wie auch immer. Also mehr Mädchen finden sich zu dick, sind eigentlich normalgewichtig. Umgekehrt, ganz interessant, findest du dich zu dünn? Also es gibt natürlich auch Mädchen, die sich zu dünn finden, aber es gibt viel mehr Burschen, die sich als zu dünn einschätzen. Weil tatsächlich sind es einfach viel weniger, die jetzt wirklich ein niedriges Körpergewicht haben oder zu niedrig, wie auch immer man es bezeichnet. Es sind also wesentlich weniger Burschen wirklich zu dünn, als sie es für sich als also wahrnehmen. Ja, jetzt haben wir eigentlich mittendrin sozusagen im Thema Schönheitsideale. Also wenn wir jetzt da so vielleicht, ich habe keine Ahnung, wer heute hier ist, aber uns vielleicht einmal zurückdenken, wie wir so unter 18 Jahre alt waren. Es ist jetzt bei manchen länger her, bei anderen vielleicht erst relativ kurz.
Dann kann man sich leicht erinnern. Und wenn man so denkt, naja, was war also in meiner Zeit einfach modisch zum Beispiel in, was habe ich gerne getragen, was war ein Must-Have in meiner Zeit, also was musste man unbedingt haben. Zum Beispiel ich habe sofort mich erinnert, dass bei uns zum Beispiel Levis ein Must-Have war oder Jogging High. Also ich wollte so gern Jogging High, habe sie nie bekommen, aber ich wollte sie so gern. Andere Dinge, wie Kolleginnen erzählen heute, ja, in ihrer Zeit waren Schulterpolster so wichtig und so schön. Also vieles, wo man jetzt vielleicht zurückdenkt und sie denkt, oh mein Gott, was war die Mode von damals? Wo bin ich da mitgezogen oder auch nicht mitgezogen? Glockenhosen und keine Ahnung. Also solche Trends in der Mode kennt man ja durchaus. Solche Trends gab es auch bei Schönheitsidealen. Und ich sage jetzt nur ein paar Beispiele. Also wenn ihr denkt, jede und jeder von uns hat in der Schulzeit schon einmal gehört von der Venus von Willendorf und hat vielleicht gleich ein Bild vor Augen, wie die ausgesehen hat. Also die war relativ üppig, ganz große Busen und breite Hüften und war eine relativ füllige Frau. Die galt damals als Schönheitsideal. Also das war so, dass man einfach gesagt hat, naja, viel zu essen war rar und wer es sich leisten konnte, das war ganz gut und konnte das auch zeigen. Natürlich hat es auch eine Symbolik von Fruchtbarkeit irgendwie gehabt. Also das war auch so gleichzeitig diese Verbindung. Und es gab auch Schönheitsideale, eine Zeit lang, wo zum Beispiel Frauen, wo es sehr schön war, eine hohe Stirn zu haben, also wo sie Frauen zum Beispiel die Haare entfernt haben, dass die Stirn noch höher ist. Es gab Zeiten, wo helle Haut als schön galt, weil auch helle Haut hat bedeutet, ich muss nicht aufs Feld zum Beispiel arbeiten gehen, sondern ich kann zu Hause bleiben. Meine Haut ist geschützt sozusagen vor der Sonne. Dann war eine Zeit zum Beispiel, also es war nicht überall auf der Welt, aber ein Teil von Europa, wo einfach Rubens zum Beispiel mit seinen Bildern sehr, sehr modern war. Marilyn Monroe, auch eine Zeit, die heutige Kleidergröße 42, 44 tragen würde, wenn man das hernimmt. Es gab auch eine Zeit, wo zum Beispiel, also das wäre heute unvorstellbar, also in dieser Werbung von dieser ETA chemisch-technischen Fabrik, das ist eine Werbung eben aus den 20er Jahren und da wird damit geworben, mit einem Bonbon sozusagen, mit dem man zunimmt. Also wo man einfach also, so Nachkriegszeit wieder, man soll wieder Pfunde bekommen und da wird eben geworben, ja, 18 Pfund zugenommen und also verschönert alles und also solche Werbungen gab es durchaus auch. Würde man jetzt eher gegenteilig finden, jetzt sieht man halt überall 10 Kilo in 2 Wochen verloren und diese Diät macht's. Genau, also es gibt dann auch eine Zeit, wo eben also sehr, sehr dünn ganz, ganz in war. Und ich würde jetzt sehr gerne einmal das Forum kurz nutzen und mit euch kurz überlegen, also tippt einfach ins Forum rein, was euch so einfällt, zu folgender Frage. Denkt euch einen Tagesablauf durch, von in der Früh, wo ihr aufsteht, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr wieder schlafen geht und überlegt euch, wo sehen wir überall Bilder von perfekten Frauen? Und vielleicht bist du, Dagmar, so nett und wenn jemand was schreibt, mir das einfach also laut vorzulesen. Social Media, Busscreen, Werbung, Modemagazine, Zeitung, Social Media, Film, Instagram, Zeitung, Social Media, Werbung. Ja, perfekt. Also ich denke, wir sehen eh alle das Gleiche. Bei Mädchen bin ich oft einmal, also diese Frage mache ich auch in den Workshops mit den Mädchen und die sagen dieselben Dinge, die ihr alle aufgezählt habt, manchmal probiere ich auch so ein bisschen zu erinnern, naja, wenn ihr aus dem Bett hüpft,
Manche Mädchen haben vielleicht auch Poster im Zimmer hängen. Ich würde auch sagen, wenn ich ins Badezimmer gehe und ein Pflegeprodukt hernehme, es kann durchaus sein, dass Frauen auf dem Duschgel abgebildet sind. Ich kann in die Küche gehen und nehme vielleicht irgendein Müsli oder so. Also auch da immer wieder kommt es vor, dass Frauen abgebildet werden. Aber so wie er sagt, spätestens wenn ich mich bei der Bushaltestelle anstelle, tauchen diese Bilder einfach in großen Zahlen auf. Also Social Media ist sicher der Bereich, wo am allermeisten Bilder uns begegnen. Das hätte ja eine relativ mutige Frage. Wer traut sich eine Schätzung abzugeben, wie viele, und es ist bewusst von diesen idealisierten Körpern, also wie viele von diesen perfekten Frauen, unter Anführungszeichen, schätzt ihr, sehen wir pro Woche? Gibt es da auch im Forum vielleicht schon mutige? Also jetzt haben wir dabei 150, 500 oder 1000. Okay. Also ich probiere es, ich kann es nicht ganz auflösen, leider. Sie hat noch was geschrieben, zum Beispiel Modepuppen im Geschäft war letztens sehr schockiert, da bei Zara in der Frauenabteilung Puppen sind, die sehr, sehr kindlich sind und sehr untergewichtig aussehen. Hat noch ja. Ja. Also guter Hinweis. Also wir sehen es überall und eben in Formen, die einfach also oft auch sehr unrealistisch oder einfach nicht dem Normalbild entsprechen. Die Frage eben, wie viele sehen wir pro Woche? Ich kann sie nicht ganz auflösen, das muss ich jetzt gleich mal vorwegschießen. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2012 und wir wissen, 2012 waren soziale Netzwerke noch bei Weitem nicht so in Gebrauch wie also heute, 8 Jahre später. Und die Zahl aus 2012 ist aber schon mehr als das, was wir jetzt also so im Forum haben. Es wurde erhoben, dass wir 2012 pro Woche 2.000 bis 5.000 Bilder sehen von idealisierten Frauenkörpern. Jetzt warum diese Spannbreite? Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich in einer Großstadt lebe oder ob ich in einem Dorf lebe. Es macht natürlich auch einen Unterschied, wie viel nutze ich einen Computer, wie viel nutze ich einen Fernseher. Aber ich sage einmal, mindestens 2000 waren es 2012. Und jetzt kann man davon ausgehen, es ist noch einmal um ein Vielfaches mehr. Wenn man sieht, Mädchen sitzen, 17-jährige Mädchen sitzen zu einem sehr großen Teil 5 Stunden am Tag am Handy. Und ihr kennt das selber, ich brauche nicht einmal explizit nach so etwas suchen, sondern es poppt einfach mit auf. Ich habe jetzt selbst wieder mal entdeckt, irgendwas hat mich, glaube ich, interessiert, irgendeine Nachricht und ich wollte die Nachrichten lesen und innerhalb von diesen, weiß ich nicht, 2, 3 Minuten, wo man das liest, poppt sofort auf, macht diese Diät, irgendwelche Körperübungen, keine Ahnung, und immer vorher, nachher und du kannst so ausschauen. Also es ist einfach immer präsent. Also wenn man im Internet sich herumtreibt, ist es einfach sehr, 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 sehr vielfältig. Aber auch nicht nur dort, sondern auch in diesen sozialen Netzwerken, wenn ich nur Bilder von Freundinnen oder so anschaue. Die letzte, ganz kurz, ja. Miriam Hetgen, wo kann man diese Studie Zahlen nachlesen? Ja, das ist von der Susi Orbach. Ich würde den Link vielleicht einfügen in die PowerPoint, bevor ich sie dir schicke, Dagmar. Dann kann man es in einem Buch nachlesen. Danke. Was wir auch im Frauengesundheitszentrum haben. Ja. Jetzt hätte ich noch so eine dritte Frage, auch so einfach ins Forum lustig einfach reintippen. Wie schauen diese Frauen auf diesen Bildern meist aus? Was sind so typische Merkmale, wo ihr sagt, wow, das fällt mir heute sehr stark auf? 90, 60, 90, lange Haare. Volle Lippen. Groß, lange Haare, Kindchenschema, makellose Haut, glatte Haut, sportlich, schlank, perfekte Haut, lange Haare, sportlich. Ja,
Eher in Unterwäsche. Mache ich auch, ja, gut gebräunt. Mhm. Aber trotzdem, ja, weiß, aber nicht so dunkelhäutig. Mhm. Selten. Ja, yeah. Also es ist, mache ich auch sehr gern diese Frage mit den Mädchen, weil sie es ganz gleich beschreiben wie ihr. Also es ist egal, ob man das mit Mädchen, mit Burschen, mit erwachsenen Frauen oder Männern macht. Wir sehen ja alle das Gleiche und wir können das natürlich gut beschreiben. Es ist sehr oft eben so ein Bild wie dieses hier. Das ist das einzige Bild, was ich mir heute reinnehmen habe, traut, weil ich mir denke, das ist so stark in die sozialen Netzwerke herumgegangen, dass ich jetzt da kein Genie habe, das zu zeigen. Ich will aber H&M jetzt nicht explizit ankreiden, weil wir haben schon Zara gehabt in Schaufenstern. Ich kann es euch von Esprit sagen, von egal welche Modekette. Ich möchte nur dieses Bild einmal zeigen, als symbolisch für viele andere. Was fällt jemandem bei diesem Bild irgendetwas auf? Sie haben gleiche Körper. Ja. Sie haben alle für den gleichen Nabel. Mhm. Genau. Sie haben den gleichen Bauchnabel, sie haben die gleiche Haltung, sie haben eigentlich den gleichen Körper. Jetzt kann man natürlich Modeketten fragen, wie kommt das dazu? Und das hat man jetzt im Fall von H&M auch wirklich so gemacht, die eigentlich ganz erstaunt geantwortet haben, ja, natürlich, es macht ja jeder so, diesen Körper gibt es gar nicht. Dieser Körper wird gezeichnet. Und sehr häufig ist es halt so, dass wirklich Körper einfach gezeichnet werden, Bikinis fotografiert werden, an den Körper angepasst werden mit Photoshop und dann werden Köpfe geholt und angepasst und je nach Farbe des Kopfes, des Gesichts wird dann der Rest vom Körper auch mit eingefärbt. Und so entstehen einfach sehr oft Bilder in, ich sag, Katalogen, Online-Shopping, Magazinen. Also auf diese Art und Weise passiert es auch sehr, sehr oft. Nicht nur, natürlich gibt es auch reale Körper, aber wenn du halt verschiedene Kleidungsstücke vorführen möchtest, ist es einfach auch sehr oft so gang und gäbe, dass es gemacht wird. Und wie gesagt, nicht nur H&M, sondern viele. Und für Mädchen, nur als Tipp, finde ich auch sehr nett, ihnen einfach Bilder zu zeigen. Andererseits solche Bilder, sie zu fragen, was freut euch auf? Aber auch Bilder zu zeigen, wo man zum Beispiel vielleicht Stars hernimmt und gibt ein bei Google Stars bearbeitet, unbearbeitet und findet viele, viele Beispiele, was sich alles nicht verändert, wenn Stars, die schon eigentlich ja sehr oft super gut gestylt und geschminkt sind, aber was dann bei Bildern, die abgedruckt sind, noch einmal alles verändert wird. Ja? Frage noch, und zwar die Sarah schreibt nämlich, also momentan tendiert das Schönheitsideal auf Instagram in eine andere Richtung, nämlich kurvig, großer Busen, schmale Taille, großer Po. Großer Po, genau. Und auch eigentlich dann auch generierte Geschichten, kann es auch sein? Wenn das ja, das traue ich mir jetzt so nicht beantworten. Also ich habe auch, das hört man, also ist auch sehr oft so, dass die Mädchen auch sagen, ja, der große Po ist jetzt so wichtig. Ja. Ich denke, was auf jeden Fall generiert ist oder überarbeitet ist die Zellulite. Also die Pos sind ja alle spiegelglatt und komplett ohne irgendwelche Muttermale oder sonst irgendwas. Also das, man kann hundertprozentig davon ausgehen, dass das auch bearbeitet ist und vielleicht auch noch in Form und Größe noch einmal nachgeholfen wird. Ich finde, es ist beides noch. Also natürlich ist dieses sportlich und diese Fitspiration, die es ja einfach auch als Lifestyle verkauft wird, sehr, sehr präsent. Aber umgekehrt, ganz oft finde ich immer noch auch diese ganz schlanken Frauen. Also es ist schon immer noch, also dieses, natürlich eher so sportlich, aber trotzdem schlank ist schon immer noch, also sehr, sehr präsent, finde ich. Beides. Danke. Ich hätte jetzt da, also einfach nur zusammenfassend ganz, ganz wichtig, also so wie einfach diese Modetrends sind auch Schönheitsideale einfach nicht naturgegeben, sondern jemand denkt sich das aus.
Sie sind historisch und kulturell geprägt. Also würden wir jetzt dann nach Asien schauen oder nach Afrika, gelten dort andere Dinge als schön wie bei uns in Europa oder Amerika? Und sie verändern sich eben auch sehr stark. Also wenn man jetzt von Marilyn Monroe nochmal zurückdenkt und an heute, also es ist einfach sehr, sehr unterschiedlich, wie Frauen einfach dargestellt werden. Und das ist halt von Epoche zu Epoche auch unterschiedlich. Für die Praxis würde ich euch noch gerne, so diese drei Clips schauen wir jetzt nicht alle an, aber zwei würde ich gerne davon anschauen, weil ich finde, dass es für Mädchen und Frauen, Männer, Burschen genauso schon einmal sehr, sehr eindrücklich ist, wenn man sieht, wie das vonstatten geht, also wie das gemacht wird. Und ich würde euch jetzt gerne diesen ersten Clip einmal von DAF zeigen. Also DAF sind so diese Pflegeprodukte, kennt ihr wahrscheinlich. Und die haben extra mal so einen Clip produziert, wo man eben sieht, wie aus der normalen Frau, wie man sie auf der Straße treffen kann, eben das Supermodel auf der Leinwand wird. Und das würde ich jetzt gerne zeigen. Dazu muss ich jetzt kurz das einmal bei mir starten, damit ihr das dann sehen könnt. Und jetzt da muss ich es nochmal teilen. Ihr habt so nichts gehört, gell? Nein. Ja. Das muss ich. Also ich glaube, du musst die Bildschirmpräsentation beenden. Und ja, dann genau, genau. Und das probiere ich gerade und der lässt mich nicht, weil ich jetzt das andere schon aufgemacht habe. Jetzt muss ich es so machen. Mhm. Kein Problem. Ich habe es gehört. Kein Problem. So, jetzt noch einmal stoppen und teilen. Jetzt seht ihr was? So, wir sehen jetzt dabei noch. Ja, jetzt geht's. Ja, gut, dann zeige ich euch den Clip mal. Das war der erste Clip, wo man immer nur einen Kopf sieht. Also ich finde es schon faszinierend, was man nicht alles an dem Kopf auch noch verändern kann. Obwohl die Frau ja schon eigentlich super gut gestylt wurde, stundenlang wahrscheinlich geföhnt und gepudert und weiß ich nicht was alles. Aber wenn sie dann eben, also wenn dann fotografiert wird, es wird einfach unglaublich viel noch verändert. Also von Halsverlängerung bis Augenvergrößerung, Haare werden noch voller. Also es gibt, oder es wird so, die, wenn man das sieht, ja, kommt man drauf, eigentlich ja, ist wenig noch mit der ersten Frau gemeinsam, was man dann später sieht. Jetzt zeige ich euch noch einen zweiten Clip von einem ganzen Körper. Und zwar muss ich es wieder bei mir zuerst starten. Und dann mit euch teilen. Dagmar, alles gut? Danke. Das ist keine große Frau, traue ich mir zu behaupten. Die ist nicht besonders. 1,65 vielleicht.
Also auch da sieht man, wie einfach wird aus einer kleinen Frau eine große Frau mit langen Beinen. Ja, braucht es gar nicht viel an ein paar Klicks. Und ja, also wir wundern uns manchmal, warum der Bikini zum Beispiel bei uns in der Garderobe anders ausschaut wie bei der Frau am Foto. Naja, weil halt niemand mit der großen Computermaus zu uns kommt und das bei uns auch so anpasst und perfekt macht. Der letzte Tipp, Photoshop has gone too far, das kennen sicher einige von euch. Schaut es euch an, wenn ihr Zeit habt, das ist ganz lustig, auch finde ich für Jugendliche. Da sieht man nämlich, was Photoshop wirklich alles kann. Jetzt mache ich euch neugierig, ich verrate nichts. Und schaut es euch wirklich bei Zeiten einmal an. Ja, also ihr habt es eh selber gesagt, also Instagram, YouTube, Strong is the new skinny. Also es sind einfach ganz viele Dinge, die da eine große Rolle spielen, die uns einfach, also uns, aber vor allem also junge Mädchen und auch Burschen beeinflussen. Es sind eben nicht nur solche Trends wie dieses Fitspo, sondern es sind auch so Challenges, die leider immer wieder auch im Umlauf sind. Jetzt im Moment weiß ich von keiner. Also ich frage das auch nicht explizit jetzt in irgendwelchen Mädchengruppen, also ich gehe nicht hin und sage, kennt ihr die Bikini Bridge oder kennt ihr die Thigh Gap oder die Collarbone Challenge oder die Belly Button Challenge. Also sowas bringe ich im Workshop nicht ein, weil ich mir denke, ich will sie jetzt auch nicht auf irgendwelche komischen Ideen bringen. Aber manchmal durchaus kommt es auch zur Sprache. Also momentan weiß ich von nichts. Was ich schon immer wieder höre im Workshop ist so Fitness Übungen, die halt einfach, also wo Mädchen auch so Challenges mitmachen, mehrmals am Tag irgendwelche Übungen also zu machen und dann zu posten. Ja, was natürlich auch sehr, sehr gefährlich ist, was in diesen sozialen Netzwerken, also was diese sozialen Netzwerke einfach an Gefahr mitbringen, sind solche Pro-Ana- oder Pro-Mia-Blogs oder WhatsApp-Gruppen, findet man ziemlich schnell. Auf Instagram braucht man nur eingeben, Thinspo, und kommt schon die Einladung, komm in meine Mia-Gruppe. Das sind Gruppen für Mädchen, die bereits Essstörungen haben. Die pushen sich gegenseitig, noch mehr abzunehmen und mit bestimmten Übungen und bestimmten Diät-Tipps mehr oder weniger, also noch mehr abzunehmen. Da gibt es eine sehr gute Beispielsammlung auf Safer Internet, aber ich muss sagen, da muss man schon irgendwie gut drauf sein, dass man das lesen mag, weil das nicht nett, wie die also miteinander umgehen und wie sie die gegenseitig erniedrigen und so weiter. Aber auch diese Gefahren lauern einfach und ich finde, als Multiplikatorin sollte ich darüber Bescheid wissen. Ist ja nichts, was ich jetzt da explizit jetzt mit Mädchen an Mädchen herantragen würde, ob sie je wissen, dass es sowas gibt. Ich würde es dann besprechen, wenn es Thema wird. Ja, also diese Dinge, aber nicht natürlich alleinig, aber sie führen auch dazu, dass MS-Probleme sich also entstehen. Und jetzt komme ich wieder ganz zurück zu meinem Ursprungsthema mit der Gesundheit, wo im Geschlecht eine Rolle spielt. Also diese sozialen Erwartungen führen ja dazu, das habe ich anfangs ja ausgeführt, führen dazu, dass Mädchen und Burschen unterschiedliche Krankheiten auch ausbilden können. Und aus meiner Sicht ist Essprobleme, also wirklich, da merkt man, wie stark Geschlecht ist. Natürlich können oder haben auch Burschen Essprobleme, aber zu einem weit geringeren Teil als Mädchen und Frauen. Also die Schätzungen sind so 80-90% sind eben weiblich, die davon betroffen sind. Schaut man sich jetzt den Bereich der Süchte allgemein an, gibt es zum Beispiel so typische männliche und so typisch weibliche Süchte. Essproblem ist jetzt eine typisch weibliche Sucht. Nimm jetzt Alkohol her, ist es wahrscheinlich nicht so deutlich wie bei den Essproblemen, aber es ist einfach eine stärkere männliche Sucht. Nimm ich beispielsweise Medikamente her, es ist eine eher egal. Also man kann einfach jegliche Süchte auch einmal durchscannen und schauen, hey, warum ist das eigentlich mehr weiblich, warum ist das mehr männlich, und kommt sehr schnell zu dem Schluss, naja, da spielen auch soziale Komponenten eine Rolle. Bei den Essproblemen unterscheidet man eben drei Formen. Ich will jetzt gar nicht viel über diese Essstörungen jetzt im Detail berichten.
Es gibt aber diese drei, die sind jetzt also wirklich, also werden diagnostiziert, also sind in diesem DSM-4 und so weiter, also sind sie explizit beschrieben, was muss man haben, damit eine Anorexie diagnostiziert wird und wann eine Bulimie und wann ist das Binge-Eating. Andere Formen kommen eigentlich noch nicht vor in diesem Diagnosebereich. Also sowas wie Orthorexie, die ja auch sehr häufig ist, also wo man sich sehr auf nur gesundes Essen fokussiert und wo aber dann plötzlich, je länger man das betreibt, eigentlich auch wenig mehr überbleibt, weil es dann eben schon zu einer Anorexie wird. Aber dies wird noch nicht in diesem Diagnose, also nicht in diesem DSM-4 so aufgenommen als Krankheit. Aber es gibt so atypische Formen. Es gibt auch Mädchen, die haben eine Zeit lang Anorexie und dann eine Zeit lang Bulimie und dann, also komplett fließend kann das auch vonstatten gehen. Von der Häufigkeit her, also es gibt keine repräsentativen Zahlen. So etwas wird in Österreich nicht erhoben. In Deutschland wird es anscheinend erhoben, weil die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geht davon aus, dass von 1000 betrachteten Personen ca. 30 bis 50 an einer Essstörung leiden. Wie gesagt, viel mehr Mädchen und Frauen als Burschen und Männer, aber es gibt auch Burschen und Männer, die das haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zeitraum von einem Jahr hernehme, 1000 Frauen anschaue im Alter von 12 bis 35, dann würde das ungefähr bedeuten, dass 3 bis 6 eine Magersucht haben, 5 bis 12 eine Bulimie und 14 bis 16 eine Binge-Eating-Störung leiden. Binge-Eating ist wie bei Bulimie, also man isst sehr, sehr große Mengen, schlingt das hinunter, aber nicht wie bei der Bulimie, dass ich anschließend erbreche oder irgendwas Abführendes benutze, sondern bei Binge-Eating bleibt das bei mir und sind natürlich dann aufgrund dessen auch sehr oft sehr hochgewichtige Menschen. Es gibt eine Studie, die ist, wird auch, also gibt's, international wird das durchgeführt und die wurde auch also wurde eben auch durchgeführt im deutschsprachigen Raum. Da werden so Fragen gestellt wie, übergibst du dich, wenn du dich unangenehm voll fühlst? Machst du dir Sorgen, weil du manchmal nicht mehr mit dem Essen aufhören kannst? Hast du in der letzten Zeit mehr als 6 Kilo in 3 Monaten abgenommen und so weiter? Und dieses Kopftest, also der zeigt eben, dass eigentlich fast 31% der Mädchen und fast 15% der Burschen demnach als gefährdet für ein Essproblem gelten. Also ganz viele. Und das erlebe ich schon durchaus im Workshop auch, dass Mädchen mir erzählen, naja, ich mache gerade eine Diät und zwar einen Tag esse ich und einen anderen Tag esse ich nicht. Oder sie haben ganz komische für sich einfach so Essgewohnheiten entwickelt, ich esse ab der und der Zeit nicht mehr oder machen auch eben schon Diäten. Also es ist keine Seltenheit, dass Mädchen mit 12 auch schon Diäterfahrungen haben. Und das ist natürlich schon, also ein zusätzlicher Faktor, der da eine Rolle spielt. Sehr oft beginnen Essstörungen mit einer Diät. Und natürlich ist es nicht die Diät die Schuldige. Es sind auch nicht die Schönheitsideale jetzt die alleinig Schuldigen. Da spielen natürlich ganz, ganz viele Ursachen eine Rolle, bis es dann wirklich zu einer Essstörung kommt. Aber es ist schon ein mitspielender Faktor. Vom Verhältnis her nochmal, also Magersucht geht man davon aus, dass ungefähr auf 10 Frauen ein Mann kommt. Bei der Bulimie sind es ungefähr 4 Frauen auf einen Mann und bei Binge-Eating ist so 3:2 das Verhältnis ungefähr. Wichtig ist für mich, wenn ihr aus dieser Jugend geht, also Ernährung ist jetzt kein, also eine Essstörung ist kein Ernährungsproblem. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, naja, iss wieder was, dann wird das schon, sondern es ist eine psychische Erkrankung, bei der man einfach Unterstützung braucht. Also die kann man auch nicht alleine bewältigen. Man kann auch nicht als Jugendbetreuerin sagen, hey, ich helfe dir da schon, das machen wir beide, sondern da muss ich mir professionelle Hilfe holen. Und ich gebe dann noch Adressen, wo man sich hinwenden kann. Wenn jetzt ein Mädchen eine Essstörung hat, also das ist ja auch keine Seltenheit, glaube ich, gerade im Jugendzentrum kann ich mich durchaus erinnern, dass es immer wieder auch Fälle gibt, wo Mädchen reinkommen und man denkt sich, die ist aber schön dünn geworden. Irgendwie merkwürdig, also wo man ein bisschen unsicher ist. Es ist schon eine Herausforderung. Ich glaube, auch in einer Schule ist es eine große Herausforderung, wenn man das feststellt, weil man sich immer fragt, okay, was ist jetzt meine Rolle? Haben das die Eltern im Griff? Muss ich da was sagen? Was genau muss ich tun? Was ist meine Aufgabe? Und
Es gibt eine Empfehlung aus der Suchtprävention, wo man einfach sagt, okay, Folgendes wird für Multiplikatorinnen empfohlen. Also wenn man jetzt wirklich ein Mädchen zum Beispiel in Betreuung hat oder ein Mädchen begleitet, kann man als erstes einmal Folgendes machen. Man kann sich einmal durchaus die Zeit nehmen und sagen, ich beobachte das noch eine Zeit lang. Ich muss nicht sofort hingehen zu dem Mädchen und sagen, hey, hast du eine Essstörung? Also das ist sicher nicht der richtige Weg, sondern man soll einfach abwarten, das eine Zeit lang beobachten, sich die Beobachtungen auch notieren. Gut ist, wenn man eine Kollegin oder einen Kollegen hat, kann man sich mit dem austauschen und sagen, hey, kommt dir das vielleicht auch irgendwie? Ist dir da auch was aufgefallen? Dann wird sehr wohl empfohlen, also ein Gespräch zu führen, wenn man sich sicher ist, okay, die Person hat sich jetzt doch sehr deutlich verändert. Man soll auch Eltern einbeziehen und wichtig ist halt einfach in Kontakt zu bleiben und nicht das jetzt nur mehr auf das Essproblem irgendwie zu reduzieren, den Kontakt. Also es kann nicht sein, dass ich jetzt jedes Mal, wenn das Mädchen ins Jugendzentrum kommt, nur mehr frage, und isst du schon normal? Also so soll es nicht sein, sondern da geht es darum, in Kontakt zu bleiben, zu signalisieren, ich biete dir Unterstützung, auf eigene Grenzen natürlich achten. Da ist es noch einmal also in den 6 Schritten angeführt, so wie man es in der Suchtprävention auch empfiehlt, also Signale erkennen, Tatsachen schriftlich festhalten, reflektieren, alleine reflektieren, aber auch mit jemand anderen, der das Mädchen oder den Burschen auch kennt. Das Gespräch dann vorbereiten, das Gespräch führen und zum Schluss auch kontrollieren, habe ich in dem Gespräch das erreicht, was ich erreichen wollte. Beim Gespräch ist wichtig, ja, also es soll eine Vertrauensperson sein. Also nur weil ich das Problem entdecke oder glaube, ein Problem entdeckt zu haben, heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt das Gespräch führen soll, sondern es soll immer jemand sein, der gut mit dem Mädchen kann. Also wo man sieht, okay, da haben wir Vertrauensbasis und besser jetzt die Lehrerin oder die Jugendbetreuerin und nicht ich, weil ich vielleicht merke, zu mir hat sie noch nicht das Vertrauen. Wichtig ist auch, es wird empfohlen, in einem ungestörten Raum zu sprechen. Das heißt, nicht zu sagen zwischen Tür und Angel, hey, ich hätte jetzt noch ein Thema, bitte, ich möchte, dass du noch kurz da bleibst, sondern durchaus einen Termin zu vereinbaren, also zu sagen, hast du morgen Zeit oder übermorgen Zeit, kommst eine halbe Stunde vor am offenen Betrieb, dann können wir nochmal über das, ich hätte was mit dir zu besprechen. Man soll das Mädchen mit den Beobachtungen konfrontieren, das heißt, man soll durchaus sagen, ja, ich mache mir Sorgen, irgendwie hast du dich verändert. Du lachst nicht mehr so viel wie früher, dein Gewicht hat sich verändert, du bist nicht mehr so lustig wie die kennen, du hast zum Beispiel nicht mehr die Freundin oder überhaupt bist du sehr, sehr alleine in letzter Zeit. Also einfach das, was man halt so beobachtet. Man kann dann sehr wohl eben über die Krankheit informieren und Unterstützung anbieten, wo man hingehen kann. Und auch anbieten, also mit gemeinsam hinzugehen. In der Steiermark ist da sehr gut eben das BAS, Beratungsstelle, die befinden sich ja auch in den Regionen. Also da gibt es sehr viele in den Regionen, wo man sich hinwenden kann. Dann gibt es die Drogenberatungsstelle und das Frauengesundheitszentrum. Und natürlich, es gibt auch einen Leitfaden, wo ihr in euren Regionen Beratungsstellen findet, die auch auf Essstörungen spezialisiert sind. Also das kann man sich downloaden auf der Website vom Frauengesundheitszentrum, damit ihr nicht lang suchen müsst, wo kann ich jetzt mit dem Mädchen hingehen. Also da gibt es Frauenberatungsstellen, da gibt es andere Suchtberatungsstellen und auf diesem Leitfaden kann man die Adressen eben finden. Ich hätte jetzt noch was vorbereitet, aber ich denke, es sind 5 Minuten und würde vielleicht Fragen vorziehen, wenn jemand noch was wissen möchte oder wenn jemand noch was anmerken möchte. Zurzeit sind keine Fragen im Chat, aber schauen wir mal, ob sie jetzt noch reintrudeln. Ja. Yeah. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte in den Chat. Sonst würde ich vielleicht 2 Übungen für die Praxis noch mitgeben. Und zwar, ich finde ganz nett, also gerade jetzt, wenn ich an die Jugendzentrumszeit denke, wo man ja sowieso oft an der Bar sitzt und tratscht mit den Jugendlichen oder auf dem Tisch. Also es gibt ja ganz ein liebes Spiel. Also man spielt ja sowieso auch immer wieder im Jugendzentrum und über diese Spiele kommt man dann sehr gut ins Gespräch. Und da gibt es eine nette so eine Vorlage vom Missy-Magazine und ich finde es eigentlich ziemlich lustig. Also das ist so ein Bingo, wo so Begriffe vorbereitet sind, zum Beispiel Fett abbauen oder in Rekordzeit, Jojo-Effekt, Slow Carbs, ganz einfach.
oder Figurkiller, Fettkiller. Also solche Wörter sind so in diesem Bingo-Vorlage vorbereitet. Das kann man sich ausdrucken. Und dann kann man eben, kann jede und jeder eine Zeitschrift einmal in die Hand nehmen und einmal diese Zeitschrift durchschauen. Und wer als erstes diese Begriffe in der Zeitschrift findet, in einer Reihe, hat sozusagen gewonnen. Ich finde, es ist ein sehr netter Einstieg, einfach über das Thema mit zu kommen, etwas bringen, zum Beispiel überhaupt Diäten. Ich meine, ich würde einmal Mädchen fragen, also es ist unglaublich, wenn ich im Workshop die Mädchen frage, wenn sie sagen zum Beispiel, ja, meine Mama macht gerade eine Diät, dann frage ich ja, welche Diäten kennt ihr denn so? Und dann sagen sie, ja, ich kenne die Kornspitz-Diät und ich kenne die Schokolade-Diät sogar und ich kenne die Ananas-Diät und die, weiß nicht, es gibt ja mit allen möglichen Dingen eine Diät. Und über dieses Thema, finde ich, kann man ganz gut einsteigen. Also fragen, was bringen diese Diäten? Glaubt ihr, hilft das was? Langfristig? Was glaubt ihr, ist langfristig eigentlich das Klügste? Wenn man jetzt sich wirklich unwohl fühlt zum Beispiel, also man weiß natürlich, diese ausgewogene Ernährung muss beibehalten bleiben. Also alles, was irgendwie sagt, ist das nicht mehr, ist einfach eine unseriöse Diät. Ja, also einfach ein bisschen auf dieses Thema einzugehen und zu sagen, pass auf. Und wenn da steht 2 Kilo in einer Woche oder 5 Kilo in 2 Wochen, dann ist das schon sehr, sehr unseriös. Also so etwas ist auf lange Frist nicht gesund. Und finde, kann man mit Mädchen und jungen Frauen einfach auch gut besprechen. Also das wäre so eine Übung. Und zum Schluss vielleicht für euch, vielleicht mag es euch jemand gleich gerade ausprobieren, wenn jemand einen Zettel und einen Stift bei der Hand hat. Und zwar würde ich bitten, dass man sich überlegt und 5 Dinge einmal aufschreibt, wo man findet, war, das wird von einer Frau, von einem Mann von heute erwartet. Also man kann es jetzt einfach im Kopf durchspielen oder man kann es auf einen Zettel niederschreiben. Und wenn man diese 5 Dinge hat, dann würde ich sagen, so, liebes Mädchen, lieber Bursche, keine Ahnung. Und jetzt denkt einmal an jemanden, den ihr wirklich gern mögt. Und dann beschreibt es den einmal mit 5 Eigenschaften, was an der Person richtig, was ihr cool findet an der Person, richtig nett findet, warum ihr sagt, deswegen mag ich den eigentlich. Und es ist ziemlich schön eigentlich zu sehen, wie sehr das meistens, ich kann nicht garantieren, dass das immer funktioniert, aber in den meisten Fällen geht es so schön auf, was erwartet wird und was eigentlich dann letzten Endes wir an Menschen liebenswert finden. Und das sind dann so Eigenschaften wie, ich mag denjenigen, weil es ist einfach immer eine Gaude mit der Person. Oder ich finde es einfach klasse, weil wenn ich ihn brauche, ist derjenige oder diejenige für mich da. Und das finde ich, kann man auch sehr, sehr schnell in einem Jugendzentrum auch besprechen oder in einer Schule mache ich es gerne eigentlich in einem Workshop. Da ist so viel geredet, weil ich ganz viel einpacken wollte, was ja normalerweise eine 3-Stunden-Fortbildung ist, habe ich ja jetzt in 1 Stunde verpackt. Ich hoffe, es war etwas dabei. Ich bin für Fragen immer per E-Mail erreichbar. Wenn es noch was gäbe, wenn ihr Methodentipps braucht, wenn ihr Materialien braucht oder sonst irgendwas. Also diese Studie werde ich noch einfügen. Sonst? Ja, ansonsten sind keine Fragen in den Chat noch gekommen. Ja? Ich glaube, sie sind einfach geblättet von deiner Stunde. Ja? Also, Dankeschön, Jutta. Ich habe auch ganz viel nachgedacht, muss ich jetzt da wieder in dieser Stunde. Was mir noch aufgefallen ist, ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast oder nicht, aber zum Beispiel auf den Handys gibt es ja schon so ganz viele Filter, diese Filter, wo du dann auf einmal ein dünneres Gesicht hast, größere Augen, super Teint, ja, und dass das eigentlich auch schon voll arg ist, wenn du eigentlich nur so fotografierst, oder? Du bist ganz, ganz schlimm eigentlich, ja, weil es so normal ist, gell? Es ist einfach so normal. Und ich denke, das Beste, was wir Erwachsenen oder Multiplikatorinnen mit den Mädchen und Burschen machen können, ist einfach diese Dinge auch zu besprechen und zu sagen, naja, jetzt ist dieses Bild auf diesem Handy und wenn wir jetzt aber in die Runde schauen, Entschuldigung, ist ja nicht, also wir schauen ja nicht so aus, wir schauen nicht alle gleich aus, sondern wir sind groß, klein, dick, dünn und die Vielfalt macht es aus, finde ich, und das ist ja das Schöne, weil Geschmäcker sind auch nicht verschieden. Es mag auch nicht jeder da jetzt in diesem Chat Schokoladeeis, das traue ich mir wetten,
Weil ich mag es nicht. Keine Schokolade. Ich auch nicht zum Beispiel. Ja. Und das finde ich, ja. Ja, na wirklich, Jutta, es schreiben ganz viele Danke, sehr toller Vortrag, vielen Dank, liebe Grüße, super Vortrag, so vielen Dank, es war wirklich sehr interessant, wir hätten auch noch, glaube ich, noch ein paar Stunden sein. Ja, es ist halt immer sehr leidig mit diesen Themen. Genau, aber Themen. Wir wollen ja nicht alle, also wir wollen sie nicht überstrapazieren, das Sitzen vor dem Bildschirm, wir sollen uns ja auch bewegen, gell? Ja. Deswegen machen wir nur eine Stunde, aber danke für diese tolle Stunde, Jutta. Ich sehr gerne. Euch allen einen wunderschönen Juli und August und wir sehen uns wieder im September, hoffentlich. Ein großes Danke auch noch an die Maren, also von der Maren an dich und danke für die praktischen Übungen, schreibt sie noch. Gell? Ja, wie gesagt, meine Lieben, schönen Tag noch, danke, dass ihr da wart, danke Jutta, wirklich, war super cool. Und wir wünschen euch einen schönen Sommer. Passt gut auf euch auf und eure Lieben. Und die Silvia schreibt auch noch interessante Fortbildung. Danke. Also, ich wünsche euch was. Tschüss. Und wir sehen uns wieder.